Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle heute hier seid. Schön, dass es auch manche noch durch die Einlasskontrollen geschafft haben. Bin mir nicht ganz sicher, ob noch manche vielleicht da hinten stehen gerade. Dann kommen die, glaube ich, jetzt einfach gleich reingetröpfelt. Dann ist das so. Wir müssen leider trotzdem pünktlich starten, einfach damit es nach hinten raus keine Probleme gibt. Aber schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Kommt gerne alle dazu. Setzt euch nach vorne. Hier vorne sind noch ganz viele Plätze frei. Und kein Wunder, also hier steht live aus der Zukunft. Bitte nicht wundern. Natürlich ist es trotzdem so, rettet ihr die Welt. Das war quasi jetzt der... der Name, den wir dem hier gegeben haben, denn das ist aus meinem Showprogramm, Live aus der Zukunft. Und das, was wir jetzt sehen werden, ist der zweite Teil daraus. Der erste Teil aus der Show, der ist sehr, ich sag mal, problemorientiert. Da geht es darum, was im Klimawandel gerade alles abgeht, was da wirklich, warum wir wissen, dass es den Klimawandel gibt, was da alles passiert, Kipppunkte, extrem deprimierend. Und ihr wisst es, glaube ich, alles schon. Ich glaube, das würde jetzt hier so ein bisschen Sachen wiederholen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den zweiten Teil zu machen. Der ist nämlich lösungsorientiert, der ist optimistisch, der hat irgendwie Energie, wo ich ganz gerne darüber sprechen möchte, was es denn schon für coole Lösungen gibt. Und genau, deswegen, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu der Veranstaltung hier. Das Ganze hier ist, glaube ich, optimistisch. Wir wollen hier Lösungen präsentieren. Und genau deswegen habe ich mir dann diesen zweiten Teil der Show heute rausgesucht, um den euch zu präsentieren. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den Lösungen, die wir für den Klimawandel und für alles, was gerade so in der Welt passiert, brauchen. Wer weiß, vielleicht wird in absehbarer Zukunft eine sehr effektive Methode gefunden, mit der man einfach CO2 beseitigen kann oder mit der sich die Kipppunkte bearbeiten lassen. Ich war wirklich geflasht davon, wie viele smarte und kreative Innovationen es gibt, die heute schon technisch funktionieren. Wisst ihr, was das Gute am menschengemachten Klimawandel ist? Dass wir Menschen es auch anders machen können. Genau, nicht wundern, Kapitel 3. Wir haben Kapitel 1 und 2 heute mal geskippt. Ihr seid quasi schon ein bisschen weiter eingestiegen. Genau, aber noch ganz kurzer Recap, was ist eigentlich das Problem? Die CO2-Emissionen, die sind in den letzten 100.000 Jahren nach oben gegangen, also in den letzten 100.000 Jahren immer geschwankt, aber die sind aktuell sehr stark nach oben gegangen. Und für die Leute da hinten, die das vielleicht nicht ganz so gut erkennen können, wir sind nicht hier, nein, wir sind tatsächlich hier. Also wir haben ein großes Problem, aber manche Leute haben auch eine smarte Idee gehabt. Wieso nehmen wir nicht das CO2 und schieben es woanders hin? Wieso nehmen wir nicht das CO2 und ziehen es aus der Atmosphäre wieder raus? Das geht und das nennt sich Carbon Capture und Storage, beziehungsweise eine Form davon nennt sich Carbon Capture und Storage. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Formen davon. Eine davon hier, das ist die technische Lösung. Das sind so riesige Staubsauger, die einfach in der Gegend rumstehen und den ganzen Tag nichts anderes machen als Luft einsaugen. Und was dann passiert, ist ziemlich cool. CO2 ist nämlich sauer. Das heißt, hat den Charakter einer Säure. Und wenn man das dann durch etwas Basisches filtert, dann bleibt es daran hängen. Die Luft kann quasi dadurch gefiltert werden, das CO2 wird rausgefiltert. Und anschließend kann man dann hier die Klappen zumachen, das Ganze erhitzen und das CO2 löst sich wieder und kann abgepumpt werden. Und als nächstes kann man das Ganze dann in Steine verwandeln. Wir können also wirklich CO2, das ja nur in sehr geringer Form in der Luft drin ist, rausholen und in echte ganze Steine verwandeln, da wo wir das Ganze in den Boden pressen, wo viel Basalt ist. Und dann wird es als Kalkkristall eingeschlossen, was ich persönlich richtig, richtig cool finde, dass wir es geschafft haben, mit technischen Lösungen und Naturwissenschaft etwas so Schwieriges hinzubekommen, eine so geniale Lösung zu finden. Ist eine coole Lösung? Hat aber natürlich auch ein paar Probleme, ist natürlich wie immer, alles in der Welt geht nicht von alleine. Zum Beispiel gibt es den Haken, dass das Ganze sehr, sehr viel Energie kostet. Das Ganze kostet so viel Strom, dass die ersten Testanlagen oder eine der ersten Testanlagen hier zum Beispiel auf Island steht. Da gibt es nämlich relativ viel Geothermie, also saubere Energie, die wir nutzen können, um diesen Prozess zu machen. Und da gibt es auch sehr viel Basalt im Boden. Wenn wir das Ganze hier in Deutschland machen würden, dann, nach einigen Rechnungen, würden wir tatsächlich mehr CO2 ausstoßen durch unseren Strommix, als wir wieder reinholen würden. Es würde also nicht besonders viel Sinn ergeben. Und da sieht man auch mal wieder, unseren Strommix grüner zu machen, ist einer der ersten Anlaufpunkte, einer der ersten Stellen, an denen wir ansetzen können, weil das viele, viele weitere Lösungen hinten raus dann besser und einfacher macht oder überhaupt erst ermöglicht. Zum Beispiel diese hier. Zum anderen steckt diese Technologie noch in den Kinderschuhen. Ihr seht hier gerade in grün die CO2-Emissionen, die wir jedes Jahr ausstoßen. Das sind 37 Gigatonnen. Gigatonnen, vielleicht eine Zahl, mit der niemand was anfangen kann, aber ist eigentlich fast egal, weil was hier zählt, sind eigentlich nur die Relationen. Der gelbe Balken ist das, was wir wieder aus der Atmosphäre rausziehen. 2 Gigatonnen.
Und das sind vielleicht die beiden wichtigsten Balken unserer Zeit, denn wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieser gelbe Balken über den grünen Balken kommt. Wir müssen das hier runterdrücken, wir müssen das hier nach oben drücken. Auf Dauer sollen die natürlich gleich ausgeglichen sein. Jetzt erstmal müsste der gelbe Balken sogar weiter über dem grünen Balken stehen. Das ist also eigentlich die Hauptaufgabe unserer nächsten Generationen vermutlich. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, 2 Gigatonnen, das ist aber wenig, da haben wir noch viel vor uns. Nun, das sind tatsächlich meistens natürliche Prozesse. Das ist zum Beispiel Bäume pflanzen. Aber wir können nicht ewig viel Bäume pflanzen. Das ist etwas, was wir nicht unendlich viel machen können. Dafür haben wir nicht genug Platz. Und die technischen Lösungen, die machen von diesen 2 Gigatonnen hier tatsächlich nur 0,2% aus. Wir müssen also ganz, ganz schnell eine komplette Industrie aufbauen. Also man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Wir müssen diese Technologie aus den Kinderschuhen rausbekommen, ausreifen und dann eine Industrie aufbauen, die ungefähr so ist wie die Windkraftindustrie, die jeden Tag Windräder baut, en masse, die das Ganze wirklich in einem Massenverfahren hinbekommt. Und da sind wir natürlich aktuell noch gar nicht, aber das kann tatsächlich klappen, denn die Windkraftindustrie hat über ihre stärksten 2 Jahrzehnte auch einen Ausbau in dieser Geschwindigkeit geschafft. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem, was die fossile Industrie gemacht hat. Stellt euch mal vor, in den letzten 100, 120 Jahren, wie viele Menschen daran gearbeitet haben, Kohle aus dem Boden zu holen. Wie viele Firmen es da gab, wie viele Kumpel da unter Tage gearbeitet haben, was das für eine Riesenaktion war. Klar, wir hatten auch was davon, aber ungefähr diesen Aufwand, den müssen wir jetzt wieder betreiben. Diesen ganzen Arbeit, das, was wir in die Luft gepumpt haben, das müssen wir wieder zurückholen. Dieses ganze Loch hier, alles, was fehlt, das muss da eigentlich wieder hin. Deswegen, wenn jetzt gerade junge Menschen zuschauen, Kinder oder sowas, und ihr wisst noch nicht so ganz genau, was ihr machen wollt, es wäre eine richtig gute Idee, wenn ihr in die Carbon Removal Industrie geht. Es wäre übrigens eine richtig schlechte Idee, in die fossile Industrie zu gehen. Das bitte nicht machen. Aber wir brauchen da Fachkräfte. Also um das hinzubekommen, um diese Industrie aufzubauen, um diesen Wandel hinzubekommen, brauchen wir ganz, ganz viele Fachkräfte. Wir brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir brauchen Leute, die das Ganze warten, wenn das Ganze einmal läuft. Wir brauchen Leute, die das installieren, Installateurinnen und Installateure. Es braucht unglaublich viele Menschen. Und das ist auch eine coole Sache eigentlich, dass man auch Menschen, die gerade in der fossilen Industrie arbeiten, theoretisch umlernen könnte, das Gleiche dann auch in dieser anderen Branche zu machen. Und es fehlen ja sogar schon Fachkräfte in der Windkraftindustrie und in der Solarparkindustrie. Also das heißt, wir brauchen sowieso einfach mehr Menschen, mehr junge Menschen, die in diese Bereiche reingehen. Und das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Genauso gute Idee wäre es, in die erneuerbare Energie zu gehen, in die erneuerbare Energiebranche zu gehen. Solaranlagen installieren, Windkraftwerke installieren. Ich habe ja vorhin schon gesehen, hier gibt es auch coole Aktionen, die genau das unterstützen. Fand ich sehr sympathisch. Und ich habe ja gerade noch gesagt, Carbon-Removal-Anlagen hier in Deutschland würden nicht funktionieren, weil der Strommix hier in Deutschland so schlecht ist. Und dass es deswegen eine Hauptaufgabe ist, dass wir den Strommix hier grün machen. Wenn wir uns mal anschauen, wo das CO2 herkommt, wenn wir wirklich lösungsorientiert gucken, dann sehen wir, dass der größte Batzen ist Energie. Das meiste CO2 wird wegen Energie ausgestoßen. Und wenn wir es schaffen, Energie nachhaltig zu erzeugen, dann haben wir den größten Anteil von CO2-Emissionen eingespart und einen riesigen Schritt geschafft. Und hier gibt es richtig gute Nachrichten. Hier gibt es Grund zu feiern. Denn wir sehen gerade, dass Wind und vor allem Solar in letzter Zeit so schnell steigt wie keine andere Energieform jemals bisher. Besonders Solarenergie steigt gerade in einer unglaublichen Geschwindigkeit an. Und das liegt vor allem am Preis. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie schnell das geht, weil der Preis gerade sinkt. Und das ist noch ein kleiner Joke. Genau, das liegt vor allem am Preis. Solarenergien ist in den letzten Jahren immer günstiger geworden. Und deswegen werden wir in Zukunft noch sehr viel mehr Photovoltaikanlagen sehen. Das ist so eine Zukunftsvorhersage, die ich mache. Die ganze Show basiert so ein bisschen darauf, dass ich die Zukunft vorhersage. Und ich sage vorher, wir werden in der Zukunft so viel mehr Solaranlagen sehen. Nicht nur auf Dächern, sondern beinahe überall, weil sie so günstig werden und weil sie jetzt schon so günstig sind. Wir werden zum Beispiel sowas hier sehen. Solaranlagen oder Photovoltaikmodule als Zaun. Was natürlich gar nicht so viel Sinn ergibt, weil die optimale Lage ist natürlich Richtung Süden ausgerichtet und dann in einem genau richtigen Winkel eingestellt. Und wenn man die einfach gerade hinstellt, dann bringt das gar nicht so viel. Aber das ist tatsächlich total egal, weil diese Solarpanels sind inzwischen günstiger pro Quadratmeter als manche Holzzäune beim Baumarkt. Es ist wirklich günstiger, sich so ein Photovoltaikmodul da hinzustellen. Es ist unglaublich krass, wie günstig das inzwischen geworden ist. Und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft Häuserfassaden damit zuclustern werden, dass wir dass wir Autodächer damit zuclustern werden, dass wir Zäune machen werden, dass wir überall, wo es geht, das quasi als Baumaterial verwenden.
Es gibt auch schon die Möglichkeit, das Ganze in Fenster zu integrieren, wo man aber trotzdem noch durchgucken kann. So ein ganz klein bisschen dunkler ist, so ein ganz klein bisschen sieht man eine einzelne Leiterbahn drin. Aber an für sich guckt man durch ein Fenster, man sieht die Sonne und trotzdem erzeugt dieses Fenster Strom. Und wenn man mal überlegt, wie viel Glas gerade so in der Stadt ist, die ganzen Hochhäuser, die nur mit Glas voll sind, das kann man alles nutzen. Das ist alles Fläche, die Energie erzeugen kann. Ganz Ähnliches haben wir gesehen mit LEDs. Die LEDs sind heutzutage so günstig, dass wir sie überall einsetzen. Und das hat leider sogar einen negativen Effekt, weil wir die ganzen Effizienzsteigerungen, die wir dadurch bekommen haben, LEDs verbrauchen weniger Strom, jetzt dadurch negieren, dass wir viel mehr davon benutzen. Schade. Vor allem auch, weil das für uns und auch für die Tiere und die Umwelt schlecht ist. Stichwort Lichtverschmutzung. Es gibt noch mehr gute Nachrichten, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Wir haben inzwischen mehr als 50% an erneuerbaren Energien im Netz, was richtig, richtig geil ist. Das sind Umwelt-Good News, die ich total gerne auch mehr promote. Denn wenn man so in die Nachrichten guckt, dann kriegt man natürlich nur eigentlich die schlechten Nachrichten mit. Das macht traurig und das ist irgendwie schade immer zu hören. Deswegen berichte ich auch mal sehr gerne darüber, was alles Gutes zu berichten gibt. Denn es gibt so ein paar positive Kipppunkte, die wir auch schon erreicht haben. Und das ist einer davon. Wenn wir es einmal geschafft haben, dass Solar- und Windenergie günstiger sind, und das ist jetzt der Fall, das ist seit 2023 der Fall, auch in den Vollkosten, dann ist es eigentlich klar, wo die Reise hingeht, weil es ist wirtschaftlicher, Solar- und Windanlagen zu bauen, als weiter Kohle aus dem Boden zu holen. Und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir haben einen Kipppunkt erreicht, wo es eigentlich wirtschaftlich und sinnvoll ist, nur in die erneuerbare Energierichtung zu gehen. Und genau das passiert jetzt auch. Deswegen, yay dafür. Aber das ist natürlich nicht die ganze Story. Es gibt natürlich noch etwas, das nennt sich Systemkosten. Das ist jetzt nochmal deutlich komplizierter. Kurz gesagt, je mehr wir erneuerbare Energien im Stromnetz haben, desto mehr schwankt natürlich das Stromnetz. Desto mehr, wenn jetzt gerade die Sonne rauskommt, wie jetzt gerade, jetzt kommt natürlich ganz viel Energie ins Netz, super toll. Teilweise gibt es jetzt gerade dann negative Strompreise, was natürlich super, super komisch ist. Das heißt, man wird dafür bestraft, dass man Strom erzeugt. Das kann natürlich nicht sein, aber so wie der Markt aktuell geregelt ist, funktioniert es leider so. Und je mehr wir Erneuerbare ins Netz tun, desto mehr wird das schwanken. Und genau daran müssen wir ansetzen. Und das können wir aber auch. Wir können das verhindern, wir können dagegen ansetzen. Und zum einen, indem wir den Stromverbrauch daran anpassen. Das klingt jetzt im ersten Moment natürlich ein bisschen nervig, dass wir nur dann was machen, wenn gerade die Sonne scheint. Aber das geht tatsächlich. Man kann zum Beispiel auch in der Industrie den Strom dann verbrauchen, wenn er gerade zur Verfügung steht. Glauben mir immer viele nicht, oh, wir können ja nicht erst dann arbeiten, wenn gerade die Sonne scheint. Und so ist es natürlich nicht gemeint. Aber es gibt sehr viele Prozesse, die theoretisch, egal sind, wann sie passieren, die man sehr gut mittags zwischen 12 und 14 Uhr machen kann, anstatt sie zum Beispiel morgens als allererstes zu machen. Und dieses verbrauchsangepasste Verbrauchen, angebotsangepasste Verbrauchen, das kann tatsächlich schon mal einen großen Batzen von diesen Schwingungen ausgleichen. Und das kann man aber auch im Privaten tun, indem man sich zum Beispiel eine smarte Waschmaschine holt und die nur dann anmacht, wenn zum Beispiel gerade viel erneuerbarer Strom im Netz ist und besonders viel Strom zur Verfügung steht. Da braucht man dann noch sowas wie einen dynamischen Stromtarif, aber auch das kommt alles. Ne? Also die smarten Stromzähler kommen, dann kann man dann sehen, wie viel kostet der Strom gerade am Börsenmarkt und dann kann man sich daran anpassen. Ich habe das bei mir zu Hause und es ist super cool zu sehen, mittags um 12 ist der Strompreis zum Beispiel günstig. Wir versuchen eher dann unseren Kuchen zu backen und nicht abends um 8, wenn der Strom richtig teuer ist. Und damit helfen wir dann, das Netz auszugleichen und damit benutzen wir vor allem grünen und nachhaltigen Strom, weil der ist halt mittags um 12 besonders viel da. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die wir machen können, und zwar Batterien einzusetzen. Man kann Batterien zur Zwischenspeicherung einsetzen, vor allem von mittags bis dann nach abends, also über wenige Stunden hinweg. Und hier sehen wir einen ganz ähnlichen Effekt wie bei den Solarpanels, denn Batteriepreise fallen gerade regelrecht im Sturzflug. Was auch eine super gute Nachricht ist, dass Batterien inzwischen so günstig sind, das kommt natürlich vor allem durch die Entwicklung von E-Autos, aber auch einfach, weil Batterien eine sehr sinnvolle Sache sind und sehr gut mit Solarpanels und auch Windkraftanlagen zusammenarbeiten. Das hier sind die Preise der letzten 13 Jahre und die sind schon auf knapp ein Zehntel dessen gefallen, was sie mal waren. Und dieses Jahr, 2024, sollen sie noch einmal sich halbieren, das sagt der größte Hersteller für Batterien weltweit. Deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft das hinbekommen werden. Ja, Systemkosten sind ein Thema, wenn wir mehr Erneuerbare bauen. Es wird ein Problem sein, es wird eine Aufgabe sein, sich daran anzupassen. Aber ich glaube auch, dass wir als Individuen das gar nicht so viel merken werden. Wir werden uns irgendwann die smarte Waschmaschine holen und auch den dynamischen Stromtarif. Und dann wird sich das alles durch Algorithmen automatisieren. Dass wir quasi dann, dass dann die Wäsche angeht, wenn quasi gerade die Sonne scheint. Dass wir dann das E-Auto laden, wenn gerade die Sonne scheint. Und das kann dann alles den Verbrauch daran anpassen, wann gerade der Strom da ist.
Genau. Das Ganze ist, wie gesagt, nochmal viel, viel komplexer, aber ich bin da relativ guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Aber jetzt habe ich ja vorhin diesen Graphen hier gezeigt, ne? Ich habe gesagt, Energie ist der größte Batzen von CO2-Emissionen. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so richtig, denn ich habe ja gerade über Strom gesprochen. Aber Strom ist nicht gleich Energie. Energie ist nicht automatisch gleich Strom. Same, same, but different, but still same. Wichtiger Unterschied. Denn hier steckt ja auch nochmal alles andere drin. Da ist zum Beispiel auch Transport drin. Denn Benzin und Diesel wird auch als Energie gezählt. Und genau das müssen wir natürlich in der nächsten Zeit elektrifizieren. Das müssen wir irgendwie klimaneutral hinbekommen. Ich stand gestern auf dem Panel, habe viel über Wasserstoff gesprochen. In meinen Augen, aber da können wir jetzt nochmal drüber sprechen, wird Wasserstoff da nicht so ein Thema werden. Genau, wir müssen also in der nächsten Zeit bis 2050, spätestens eigentlich bis 2045, alles elektrifizieren, was aktuell fossil ist. Und das sind vor allem die Wärmeenergie, sowohl für privat als auch für die Industrie und der Verkehr. Und jetzt habe ich es ja gerade schon angedeutet, wir sind beim Verkehr bei einem sehr spannenden Thema, das immer sehr viele Leute trifft, emotional auch. Und genau da würde ich jetzt ganz gerne mal mit euch drüber sprechen. Städte und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen, um attraktiv zu bleiben und sich nachhaltig zu entwickeln. Was setzt sich eher durch? Ein Batterie-, Elektroauto oder ein Wasserstofffahrzeug? Stellt euch eine Großstadt vor, ohne Abgase. Die meisten Städte sind einfach nicht grün genug. Müssen Innenstädte autofrei werden oder zumindest weitestgehend autofrei werden? Ja, wir müssen uns die Frage überhaupt stellen, ob wir überhaupt ein Auto kaufen müssen. Genau, lasst uns über Mobilität sprechen. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Vielleicht ja so wie bei Zurück in die Zukunft. Vielleicht fliegen wir bald mit dem DeLorean durch die Gegend. Fliegende Autos ja generell so ein Zukunftsthema, so ein Zukunftstraum, wo ganz viele Leute immer wieder sagen, das wird es in der Zukunft geben. Schon im Jahr 1900 haben die Leute sich quasi das Jahr 2000 mit fliegenden Autos vorgestellt. Das hier ist eine Zeichnung, die damals veröffentlicht wurde, aus dem Jahr 1900, wie das Jahr 2000 aussehen wird. Und es gibt fliegende Autos. Waren im Jahr 2000 fliegende Autos da? Leider nicht. Jetzt erstmal eine Umfrage an euch. Wie seid ihr heute hierher gekommen? Als allererstes, wer hier kommt aus Berlin selber? Okay, tatsächlich gar nicht mal so viele, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich hätte erstmal so gesagt, das waren jetzt gerade 30%, die sich gemeldet haben. Okay, also wie seid ihr heute hierher gekommen? Wer ist hier mit der BVG, mit den Öffis quasi generell? Ja, genau. Okay, fast die meisten, sehr gut, ich auch. Wer ist mit dem Fahrrad hier? Sehr schön, ist auch perfektes Wetter dafür. Wer hat das Riesenglück und wohnt hier in der Nähe und ist zu Fuß hier? Auch eine Menge Leute, nicht schlecht. Und no shame, wer ist mit dem Auto hier? Sehr gut. Wer davon ist mit einem Hybridauto hier? Wer davon ist mit einem E-Auto hier? Eine für zwei? Okay. Und gibt es jemanden, der mit einem Wasserstoffauto hier ist vielleicht? Ich habe tatsächlich vorhin gesehen, da stand so ein Toyota Mirai vor der Tür. Leider nicht, ja. Ja. Wir sprechen jetzt über Wasserstoff. Ich erzähle jetzt was über Wasserstoff. Ja. Also, Wasserstoff, Auto, sehr gute Frage. Wird es jetzt was kommen? Also, es war ja auch immer das Auto der Zukunft. Ne? Es wurde ja immer darüber gesprochen, wird das Wasserstoffauto das Auto der Zukunft? Viele haben es damals im Wissenschaftsunterricht beigebracht bekommen. Nun, die Kurzzusammenfassung ist, es ist einfach nicht besonders effizient. Es gibt sehr, sehr viele Umwandlungsschritte. Wenn wir erneuerbare Energie nehmen, wo wir 100% Energie haben und die erstmal in Elektrolyseuren umwandeln in Wasserstoff, dann geht erstmal schon ein Batzen verloren. Dann haben wir Wasserstoff. Nice. Aber das muss auch irgendwie erstmal transportiert werden. Beim Transport geht tatsächlich auch relativ viel verloren. Das ist ein flüchtiges Gas, das diffundiert relativ schnell. Das heißt, da geht was verloren. Dann kann es getankt werden. Und dann im Auto passiert nochmal der größte Verlust, ungefähr die Hälfte des Wasserstoffs, der Energie im Wasserstoff, geht nochmal im Auto in der Brennstoffzelle dann verloren. Das heißt, nur ein Drittel von dem, was wir am Anfang produziert haben, landet tatsächlich auf der Straße in der Reichweite. Und das ist einfach die Physik. Physik mag Umwandlungsschritte nicht. Energie von einer in eine andere Form umwandeln kostet Energie. Dagegen haben wir das E-Auto, das hat einfach weniger Umwandlungsschritte, hat deswegen einfach eine höhere Effizienz. Wir kommen mit derselben Energie doppelt so weit, mehr als doppelt so weit.
Das heißt, das kann man auch in Reichweite umrechnen. Mit derselben Energie, die ein E-Auto 100 Kilometer fährt, schafft ein Wasserstoffauto nur 43 Kilometer. Beziehungsweise ganz konkret, ich muss jetzt heute zurück nach Köln, ich bin mit dem ICE hier, aber wenn ich mit dem Wasserstoffauto oder mit dem E-Auto fahren würde, dann bräuchte ich 570 Kilometer. Mit derselben Menge Strom, die uns das kosten würde, kommt ein Wasserstoffauto gerade mal so bis nach Wolfsburg. Und da will man ja nun wirklich nicht liegen bleiben, ne? Also, der grüne Strom, den wir produzieren, der wird ja in den nächsten Jahrzehnten immer Mangelware sein. Der wird immer knapp sein, bis wir wirklich so weit ausgebaut haben, dass wir zu viel Strom haben, dauert es noch. Das heißt, es ergibt einfach keinen Sinn, Strom zu verschwenden, es sei denn, wir wollen doppelt und dreifach so viele Windräder und Solaranlagen bauen. Und es gibt ja viele Menschen, die genau das verhindern wollen. Die wollen aber gleichzeitig auf Wasserstoff setzen, was einfach keinen Sinn ergibt, weil wir bräuchten halt viel mehr davon. Und dann haben die E-Autos tatsächlich nochmal einen weiteren Vorteil. Die können nämlich helfen, das zu machen, was ich gerade gesagt habe. Die können das Netz ausgleichen. Die können zum Beispiel halt dann laden, wenn gerade viel Strom zur Verfügung steht. Oder auch abends, wenn gerade wenig Strom oder teurer Strom nur zur Verfügung steht, können die durch bidirektionales Laden den Strom auch wieder abgeben und zum Beispiel dann das Kochen unterstützen. Das ist technisch bei vielen Autos noch nicht möglich, aber das wird jetzt kommen. Die Gesetze werden dafür gemacht. Die Hersteller könnten das relativ easy eigentlich schon umsetzen. Das heißt, bald kann es sehr gut sein, dass viele Leute ein E-Auto haben, das dann auch abends den Strom fürs Kochen liefert, den man tagsüber dann geladen hat, während die Sonne scheint. Was ich eine sehr sinnvolle Art und Weise finde, wie man das Ganze handelt. Und dann, das Ganze sollen ja eigentlich klimaneutrale Autos sein, das sind sie aber nicht. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das E-Auto ist nicht die Lösung. Schon allein, weil die CO2-Emissionen auch beim E-Auto natürlich da sind, das ist kein klimaneutrales Auto. Aber ein aktuelles Wasserstoffauto stößt heute etwa doppelt so viel CO2 aus wie ein Elektroauto. Und das finde ich vielleicht auch noch ganz interessant mal zu sagen, hier sehen wir in Orange die CO2-Kosten von einem E-Auto, die Batterie herzustellen. Das ist immer so ein Riesenthema, die E-Auto-Batterie, die ist so schwer, die hat so einen großen, bringt so einen großen CO2-Rucksack mit sich. Hier sieht man in Rot den Wasserstofftank. Der ist nämlich auch sehr schwierig herzustellen und der verbraucht ungefähr genauso viel CO2-Emissionen bei dem Wasserstoffauto. Das heißt, das Wasserstoffauto hat auch einen CO2-Rucksack. Da spricht aber irgendwie keiner drüber. Es ist immer nur die Batterie, die irgendwie in den Dreck gezogen wird. Und in der nächsten Slide sieht man, wie man im Jahr 2050 das Ganze machen wird. Da gehen die ganzen Emissionen natürlich runter und trotzdem noch wird das Wasserstoffauto einen größeren CO2-Fußabdruck haben als das E-Auto. Jetzt gibt es ja aber manche Menschen, die wollen weder das eine noch das andere. Die sagen dann, weil ich das Geräusch, das Motorgeräusch des Boxermotors liebe, weil ich gerne forciert durch den Verkehr gleite. Okay, Christian, gleite du mal. Was ich nicht so ganz verstehe, weil mit dem E-Auto kann man übrigens sehr geschmeidig gleiten. Mit einem Wasserstoffauto genauso. Wasserstoffautos sind ja auch E-Autos. Das Einzige, was wirklich viel rattert und ruttelt, ist ja eigentlich der Boxermotor. Aber gut, es gibt ja tatsächlich eine Methode, mit der man auch klimaneutral Benzin und Diesel herstellen kann. Viele nennen es E-Fuels. Und das ist natürlich auch ganz, ganz interessant. Ich war mal bei so einer Anlage vor Ort, das ist eine Testanlage hier am Karlsruher Institut für Technologie, am KIT. Das ist super, super spannend, denn das kann, so wie ich es vorhin auch schon beschrieben habe, CO2 einsaugen. Das macht es hier so dahinter, da ist so ein großer Einsaugschacht. Der saugt ganz, ganz viel Energie ein, ganz, ganz viel Luft ein, spaltet dann, also zieht dann quasi das CO2 daraus mit der Technik, die ich vorhin beschrieben habe. Dann gibt es die Elektrolyse von Wasserstoff, dann gibt es das Fischer-Tropsch-Verfahren, dann gibt es Hydrocracking. Viele, viele komplizierte Schritte, die, wie wir gerade schon geklärt haben, Energie kosten. Das sind Umwandlungsschritte, um eine Energieform in die andere umzuwandeln. Und das Ergebnis ist, mit derselben Menge Energie, mit der das E-Auto 100 Kilometer fährt und das Wasserstoffauto 43 Kilometer fährt, fährt man mit E-Fuel-Benzin ganze 20 Kilometer weit. Und dann würde man hier irgendwo im Nirgendwo schon nach 114 Kilometer liegen bleiben und bei weitem nicht nach Köln kommen. Das heißt, wer E-Fuels liebt, der müsste eigentlich ganz Deutschland zupflastern mit erneuerbaren Energien und nochmal mehr Windräder und Solaranlagen bauen. Das heißt, wer diese schändlichen Windräder nicht in seinem Vorgarten haben will, der sollte eigentlich ein Riesenfan von effizienten E-Autos sein. Und deswegen halte ich E-Fuels so ein bisschen für die Quadratur des Kreises. Es funktioniert, ja, aber sollte es funktionieren? Ich weiß ja nicht. In meinen Augen sollte das nicht funktionieren. Na gut. Ich will jetzt aber nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Wasserstoff generell doof ist. Wasserstoff hat natürlich seine Vorteile, wie auch schon mehrfach gesagt wurde. Wir brauchen Wasserstoff für die Energiewende und ich glaube, Wasserstoff wird in den nächsten Jahren richtig explodieren.
Es ist nur so, dass Wasserstoff eine Spezialrolle einnimmt. Wer war denn gestern hier und hat den Talk mit Robert Habeck gesehen? Genau, da wurde es ja, auch schon erwähnt, der Champagner der Energiewende. Es wurde nicht so ganz ausgeführt, was das bedeutet. Deswegen hat da jemand Champagner gesagt. Lass mich das mal ganz kurz erklären, was das gestern da eigentlich bedeutet hat. Also, wir werden in den nächsten 1 bis 2 Jahrzehnten nur sehr begrenzt erneuerbaren Strom haben, der wird sehr gefragt sein, aber gleichzeitig gibt es ganz sehr, sehr viele Anwendungsgebiete, die saubere Energie brauchen. Elektroautos und Wärmepumpen sind zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wo wir direkt elektrifizieren können und wo es einfach effizienter ist, diesen Strom direkt zu nutzen, weil der nicht durch die ganzen Umwandlungsschritte verloren geht. Wenn wir das Ganze mit den Umwandlungsschritten machen, mit Elektrolyse zu Wasserstoff und dann noch das Ganze transportieren, dann lohnt es sich nur, das da zu machen, wo es wirklich notwendig ist. Und das ist halt in relativ wenigen Anwendungsbereichen der Fall. Aber die gibt es natürlich. Das ist zum Beispiel bei Schiffen der Fall. Weil man braucht einfach die Energiedichte von Wasserstoff, um sie dort dann anzutreiben. Beziehungsweise wahrscheinlich dann eher von Ammoniak oder Methanol. Das ist der Fall bei Flugzeugen. Auch da, weil einfach die Energiedichte wichtig ist. Man kann nicht eine ganze Batterie da reinpacken. Das geht bei Kleinflugzeugen, aber dann über den Atlantik oder sowas funktioniert das nicht mehr. Und das ist zum Beispiel auch der Fall bei der Stahlherstellung. Stahlherstellung sorgt für extrem viel CO2-Emissionen. Da kann man grünen Wasserstoff schon sehr schnell einsetzen. Und das, was da auch angesprochen wurde, natürlich auch richtig ist, sind Langzeitspeicher. Was wir im Sommer mehr produzieren, das können wir dann für den Winter nutzen und zwischenspeichern, nämlich im Wasserstoff. Das heißt, Wasserstoff ist richtig cool. Wasserstoff ist wie Champagner, der schmeckt gut. Aber der ist halt nur für besondere Anlässe. Man sollte jetzt nicht im Champagner duschen oder sich täglich davon ernähren, täglich Champagner trinken. Dafür ist dann normales Wasser vielleicht doch ein bisschen besser. Deswegen, und das jetzt, Achtung, meine eigene Meinung, ich versuche das hier zu trennen. Wasserstoff wird ein bisschen sehr viel gehypt. Es ist cool, aber es ist einfach sehr schwierig, sehr teuer und sehr energieaufwendig, guten, grünen Wasserstoff herzustellen. Und da kommt noch hinzu, dass aktueller Wasserstoff zu einem riesigen Anteil mit fossilen Energien hergestellt wird. Diese ganz kleine, nicht mal das braune, nicht mal das hellbraune hier, sondern dieser ganz kleine Strich da oben, das ist der grüne Wasserstoff, der aktuell hergestellt wird. Oder zumindest im Jahr 2022, das hat sich seitdem noch nicht stark erhöht. Das sind nur 0,1% des Wasserstoffs, der überhaupt hergestellt wird per Elektrolyse. Das heißt, das müssen wir komplett aufbauen, um überhaupt erstmal grünen Wasserstoff zu bekommen. Aktuell gibt es quasi noch gar keinen grünen Wasserstoff. Okay, cheers. So viel zum Champagner, um das nochmal eben zu klären. Aber was wir noch nicht geklärt haben ist, wann kommt denn jetzt mein fliegendes Auto? Wann fliege ich denn jetzt endlich mit dem DeLorean durch die Zukunft? Nun, als allererstes, DeLorean hat tatsächlich schon einen Prototypen vorgestellt für das Auto der Zukunft im Jahr 2022. Und zwar tatsächlich ein batterieelektrisches Auto. Das sieht ganz geil aus, hat auch Flügeltüren, aber fliegen kann es leider nicht. Deswegen bleibt der Traum vielleicht ein ewiger Traum oder auch nicht, denn es gibt tatsächlich ein paar YouTuber, die es geschafft haben, ein fliegendes Auto herzustellen, beziehungsweise eher eine fliegende Badewanne, muss man ehrlich sein. Aber das Konzept funktioniert, sie sind tatsächlich damit geflogen, was ich extrem beeindruckend finde. Und ein ganz ähnliches Konzept, was die Jungs da auf dem Acker gemacht haben, ein ganz ähnliches Konzept hat ein Startup dann zur Realität gemacht, zu einem richtigen fliegenden Auto, das sie jetzt für richtig teuer Geld verkaufen. Seit letztem Jahr kann man das hier tatsächlich käuflich erwerben in den USA, den Jetson One. Das ist ein fliegendes Auto, wenn man so will. Kann jetzt nicht wirklich fahren, es kann eigentlich nur fliegen. Und das kostet ganz entspannte 120.000 Euro plus Steuern. Und da sitzt man dann da so drin, ist jetzt natürlich nicht das luxuriöseste Auto, hat jetzt nicht besonders viel Beinfreiheit. Aber man kann damit immerhin 20 Minuten am Stück fliegen. Und es kann 100 km/h schnell werden. Und wer jetzt denkt, ui, das klingt aber irgendwie ein bisschen gefährlich, gar kein Problem, gar keine Sorge, da ist ein Fallschirm an Bord. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum nutzen wir das nicht? Wieso fliegen wir nicht in der Stadt alle übereinander, anstatt hintereinander? Auf der 2D-Karte kann man natürlich nicht aneinander vorbei, haben wir jetzt auch gerade gesehen, als die Schlange da war. Wenn man übereinander drüber fliegen könnte, könnte man ja viel schneller von A nach B kommen. Man könnte in einer direkten Luftlinie fliegen. Nun, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum das keine gute Idee ist, aber mindestens einer davon ist der Ton. Ich persönlich finde es ganz geil, dass hier gerade ruhig ist, dass wir das Vogelzwitschern hören und dass gerade nicht ständig Helikopter über uns fliegen, was ja sowieso schon gerade manchmal der Fall war. Aber nur mal, um so einen Vorgeschmack zu geben, wie sich das anhören würde, ich mache jetzt mal den Sound davon an. Achtung! Von daher, bitte nicht immer diese fliegenden Autos erwähnen in euren Zukunftsvisionen. Wenn man zum Beispiel Zukunft googelt, dann kommen immer solche Bilder hier, ne? Das sind ja hier so fliegende Autos, die da immer hin und her fliegen. Das wird wahrscheinlich nicht die Zukunft werden.
Und das ist jetzt ja nicht nur irgendein Stockbild, das ist ja sogar ein Meme geworden. Ne? Wenn nur das und das besser wäre, dann wäre die Welt so, dann wäre das die perfekte Zukunft. Aber so geil fände ich die Zukunft ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es ist schön, dass hier so grün ist, aber es ist natürlich auch nur so ein flach gemähter Rasen, wo irgendwie keine Biodiversität drin sein kann. Hier können keine Insekten leben. Und wie gesagt, die fliegenden Autos sind auch Quatsch. Und das ist so ein Problem, das ich generell mit Zukunftsvisionen habe. Wenn man mal googelt, wie die Zukunft aussieht, ich weiß nicht, ich würde hier ehrlich gesagt ungern leben. Also das sieht richtig schlimm aus mit dem Beton und der Betonautobahn und einem einzelnen Auto, das da lang düst. Hier sind ja auch deutlich zu viele Autos. Meine persönliche Zukunftsvision sieht eher so aus. Viel mehr Grün, viel mehr Wasser, begrünte Dächer, begrünte Fassaden, quasi Natur, aber da drin dann natürlich trotzdem die Möglichkeit, überall hinzukommen, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren, öffentlicher Nahverkehr, der funktioniert. Das ist für mich die Zukunft. Das galt das mir? Vielleicht nicht. Ja, danke, okay. Dankeschön. Das Elektroauto, das ist das Auto der Zukunft, aber eigentlich sollte kein Auto das Auto der Zukunft sein. Dankeschön. Ich kann mich auch hier mal outen. Denn es gibt einfach sehr, sehr viele Gründe, die alle wissenschaftlich belegt sind, warum Autos unsere Städte und unsere Gesundheit kaputt machen. Zum einen nehmen sie uns einfach extrem viel Platz weg. Ich finde, das zeigt diese Illustration sehr gut, wie viel Platz, der ja sehr wertvoll ist in der Stadt, wir Autos und einfach nur quasi einzelnen Menschen schenken. Finde ich unglaublich krass. Auch, dass Parkplätze so viel günstiger sind als Wohnraum auf derselben Stelle, finde ich, geht nicht in meinen Kopf rein. Und dann machen natürlich Autos extrem viel Lärm. Besonders so Zweitakter-Motoren, aber natürlich auch normale Autos machen sehr viel Lärm, der unsere Gesundheit und natürlich auch die Gesundheit von Tieren extrem belastet. Über Feinstaub will ich jetzt gar nicht anfangen, wisst ihr alles. Und dann gibt es, also genau, hier gab es eine Studie zu, in Paris haben sie mal getestet, ein einzelner Roller kann da nachts bis zu 10.000 Menschen aufwecken, wenn er durch die Stadt fährt. Wieso geben wir einzelnen Menschen diese Macht? Ich mag meinen Schlaf sehr gerne und möchte diese Macht natürlich gerne nicht geben. Freiheit hört ja da auf, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Und ich würde ganz gerne nachts schlafen. Und dann gab es noch eine Studie, die ich extrem krass fand. Einen Fakt, den ich total gerne euch mitgeben würde. Wenn man früher eine Stunde lang mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist, jeden Tag, und dann natürlich auch eine Stunde wieder zurück nach der Arbeit, und dann umzieht, sodass man ab jetzt zu Fuß zur Arbeit gehen kann, dann verbessert sich die Lebensqualität so sehr, als hätte man sich verliebt. Ist das nicht schön? Aber ich brauche doch mein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Ist jetzt so ein häufiges Argument, das viele Leute sagen. Und klar, kann ich verstehen. Und ich sage ja auch gar nicht, dass ich einen Krieg gegen das Auto machen will. Ich sage nur, es muss nicht so sein. Wir haben die letzten 100 Jahre unsere Städte ums Auto herum aufgebaut. Und es kann auch anders sein. Und ein Beispiel, das dafür immer rangeholt wird, ist Amsterdam, wo viele dann immer sagen, ah, Amsterdam, aber wir können ja nicht so sein wie Amsterdam. Natürlich ist Amsterdam schön, aber Amsterdam hat das ja schon Ewigkeiten gemacht. Und es stimmt nicht. Amsterdam hat das noch nicht Ewigkeiten so gemacht. In den 70er Jahren ist Amsterdam im Verkehrschaos versunken. Da gab es Staus, da gab es viel zu viele Autos. Und dann hat die Politik gesagt, wir machen jetzt was. Wir haben dann stückweise Politik gemacht, die Autos aus den Städten, aus der Innenstadt rausgedrängt haben. Die haben erst Parkplätze teurer gemacht, dann haben sie Parkplätze insgesamt verringert. Da sind sie immer noch dabei. Und die Gehwege erweitert, sodass es für die Autos unangenehmer ist, dass die langsamer fahren mussten. Alles einfach Stück für Stück und sukzessive. Und heute ist Amsterdam eine wunderschöne Stadt, wo man durchläuft, die Natur genießt und sich zu keinem Zeitpunkt denkt, ich wäre jetzt gerne in einem Auto. Dann gibt es ein wunderschönes Beispiel aus meiner Heimatstadt, aus Düsseldorf. In den 90er Jahren fuhr hier direkt am Rhein eine riesige Straße entlang, 60.000 Autos maximal am Tag. Und heute können da Menschen leben an der Rheinpromenade, sitzen, die Sonne genießen, den Rhein genießen. Das wurde umgebaut und die Autos haben einen Tunnel bekommen, der unter der Erde verläuft. Finde ich eine ganz gute Lösung. Und tatsächlich gibt es das ja auch hier in Berlin. Da gibt es eine Menge Potenzial. Zum Beispiel wäre der Rosenthaler Platz nicht so viel schöner. Da gibt es tolle Konzepte, wie das Ganze umgestaltet werden kann, wo es für Autos dann natürlich langsamer ist, da lang zu kommen, aber sie würden trotzdem langfahren können und viel mehr Platz genutzt werden könnte für Menschen, für Natur, für Fußgängerinnen und Fußgänger. Maya Göpel hat mal gesagt, wir brauchen eine Vorstellung davon, wie schön nachhaltige Gesellschaft sein kann. Wir brauchen Zukunftsbilder und genau diese Zukunftsbilder, die kennen vielleicht einige von euch auch schon, die habe ich jetzt mal mitgebracht, wie zum Beispiel das Berlin des Jahres 2045 aussehen kann. Nämlich so,
auch wie ich es vorhin schon beschrieben habe, sehr viel Grün, grüne Fassaden, grüne Dächer, die Möglichkeit, überall zu Fuß hinzugehen, mit dem Fahrrad zu fahren, weniger Autos. Das ist, finde ich, eine Zukunft, in der ich persönlich sehr gerne leben würde. Denn Grünflächen und generell Pflanzen sind ultra, ultra wichtig für uns. Muss ich, glaube ich, hier auch keinem erzählen. Aber es ist gut, das nochmal zu erwähnen. Pflanzen sind so geil für uns, dass man tatsächlich zeigen konnte, wenn man im Krankenhaus ist und man hat Pflanzen bei sich, dann kann man schneller genesen, dann wird man schneller wieder gesund. Und dafür braucht man tatsächlich nicht mal Pflanzen, sondern es reicht schon die Farbe grün. Wenn die Wand grün gestrichen ist, genest man schneller. Was krass ist, also wie sehr wir auf Pflanzen gepolt sind. Dann sorgen Bäume und Pflanzen natürlich im Sommer für Schatten, für kühlere Temperaturen, was wir jetzt gerade in den nächsten Jahrzehnten viel mehr brauchen werden. Das heißt, wir sollten viel mehr Pflanzen, die uns Schatten spenden. Das wird sehr wichtig in der Zukunft. Und dann gibt es noch einen großen Aspekt, und zwar das Konzept der Sponge City. Natürlich nicht der SpongeBob City, sondern der Sponge City, der Schwammstadt. Das ist das Konzept, dass normale Grünflächen bei Regen natürlich Wasser aufnehmen können. Aber wenn sie ausgetrocknet sind, dann natürlich nicht so gut. Und deswegen kann man dann entweder mit einem Fluss oder halt vor allem mit großen Gewässern die Möglichkeit bieten, dass Wasser, zusätzliches Wasser aufgenommen wird. Das brauchen wir bei Überschwemmungen und das sehen wir auch gerade. Das heißt, wir müssen unsere Städte umkonzeptionieren. Weniger versiegelte Flächen, weniger Asphalt und mehr Wasserspeicher. Und das hat nochmal mehrere Aspekte, die auch positiv sind, wenn gerade keine Überschwemmungen sind. Zum einen können wir dieses Wasser im Sommer nutzen, wenn gerade Trockenheit ist. Dann können wir das Wasser da rausziehen, können wir entweder als Trinkwasser nutzen oder um die Pflanzen zu gießen. Und dann ist das natürlich auch etwas, was auch die Temperatur reguliert. Wenn es heiß ist, dann kann dieses Wasser zusätzliche Energie aufnehmen. Da ist es dann kühler. Es gibt so viele sinnvolle Nutzmöglichkeiten von Schwammstädten. Das ist ein sehr cooles Konzept, das hier tatsächlich noch gar nicht so sehr genutzt wird, wie es wahrscheinlich genutzt werden sollte. In China zum Beispiel, da wird das schon deutlich mehr umgesetzt. Und in diesem Berlin der Zukunft fahren natürlich deutlich weniger Autos, habe ich ja gerade schon gesagt. Die meisten fahren Fahrrad oder laufen. Aber hier sind wir ja so ein bisschen auf die Politik angewiesen. Also wir können jetzt selber keine Fahrradstraße deklarieren. Ich rufe natürlich auch nicht dazu auf, irgendjemandem die Autoreifen kaputt zu stechen. Wir müssen darauf hoffen, dass es in der Politik einfach weiter vorangeht. Wir können natürlich wählen gehen, ja. Aber was ist denn, wenn ich wirklich was machen möchte? Was habe ich denn wirklich in der Hand, um dem Klimawandel irgendwas entgegenzusetzen? Was ist das eine, was ich quasi jeden Tag mache, was ich jeden Tag in der Hand habe? Der größte Hebel, das ist die Gabel. Und deswegen möchte ich jetzt als letzten Aspekt der Zukunft darüber sprechen, wie wir uns in Zukunft ernähren werden. 2050 werden wir 10 Milliarden sein. Und ja, wie sollen wir all diese Leute ernähren, die essen, arbeiten, konsumieren in der Stadt? Da gibt es ganz spannende Untersuchungen, wie man in riesigen getreidewürdigen Farms auch die Welternährung sichern könnte. Wir müssen verschiedene Ansätze kombinieren, damit wir eine gesunde, ausgewogene Ernährung haben. Okay, Ernährung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich hier fast schon einfach offene Türen eintrete, aber lasst uns doch trotzdem noch mal erzählen. Und ich werde jetzt ein ganz klein bisschen darüber ausführen, warum unsere Ernährung ein Problem ist. Keine Angst, ich zeige jetzt keine Bilder von Massentierhaltung und keine Bilder von Schlachtungen. Aber ich möchte mal darüber sprechen, welche Auswirkungen unser Essen hat. Wenn man alle Emissionen zusammenrechnet, dann ist unser Essen für circa ein Viertel bis ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also nach der Energie der zweitgrößte Batzen, ein riesiger Batzen, an den wir rangehen können. Und von allen bewohnbaren Flächen auf der Erde, also natürlich die Weltmeere rausgenommen, nutzen wir 50% für die Landwirtschaft. Und davon riesige Flächen natürlich für die Tierhaltung. Das waren alles mal Flächen, die früher Wälder waren, die früher Wiesen waren, wo Biodiversität leben konnte. Das haben wir den allen genommen. Die Flächennutzung ist mit Abstand, mit riesigem Abstand zu 98% oder 99% der Grund für den Biodiversitätsverlust. Das ist etwas, wo wir ganz, ganz dringend umgehen müssen, weil die Biodiversitätskrise in vielerlei Hinsicht die große Schwester der Klimakrise ist. Vieles, was die Klimakrise so schlimm macht, ist der Beitrag zur Biodiversitätskrise. Und jetzt kommt der Fakt, der mich am meisten umgehauen hat. Wenn man an die vielen Tiere auf der Welt denkt, die hier so rumfliegen, zwitschern jetzt gerade, dann denkt man ja an wilde Tiere, die vielleicht irgendwo im Wald rumlaufen, an Bambi, das durch den Wald hüpft. Und die leben dort ihr Leben, ne? Nein, 94% des Gewichts aller Säugetiere sind Nutztiere, wie Schweine oder Rinder. Also zumindest, wenn man die Menschen rausnimmt, weil wir sind ja auch Säugetiere. Aber nehmen wir uns Menschen mal wieder mit rein, denn wir machen ungefähr ein Drittel des Gewichts aller Säugetiere aus.
Und Rinder alleine machen noch mal ein Drittel aus. Das heißt, dass zu zwei Dritteln die Erde eigentlich nur von Kühen und Menschen bewohnt wird. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Das Gleiche kann man zum Beispiel auch sagen, zwei Drittel der Biomasse aller Vögel sind nur Nutztiere, also Hühner, die dann zum Schlachten und zum Eierlegen da sind. Also eigentlich nur da sind, um uns zu ernähren. Und trotzdem werden nicht mal alle satt. 2022 galten 9% der Weltbevölkerung als unterernährt. Und dabei wollen wir laut den Nachhaltigkeitszielen eigentlich auf null Hunger, auf Zero Hunger kommen bis 2030. Gleichzeitig sterben 22% der Leute in ganz anderen Regionen der Welt dann an einer ungesunden Ernährung. Das heißt, wir können alle von einer gesünderen Ernährung profitieren und genau das gibt es. Es gibt eine Ernährung, die dem Planeten besser tut und die uns besser tut. Und ich glaube, viele von euch wissen schon, was jetzt kommt. Die Planetary Health Diet, vielen Dank. Wurde ja auch gestern schon erwähnt. Die Planetary Health Diet ist in meinen Augen richtig, richtig cool. Und da ist sogar Fleisch drin, nur deutlich weniger, als wir aktuell essen. Also bevor jetzt Leute kommen, du verbietest mir das Fleisch, wieso nehmt ihr uns das Fleisch weg? Da ist sogar noch Fleisch drin, halt einfach deutlich weniger. Wir müssen das reduzieren. Die Planetary Health Diet ist ein Framework von Forscherinnen und Forschern. Und wenn wir uns alle so ernähren würden, dann würden wir innerhalb der planetaren Grenzen unseres Planeten bleiben. Und wie sieht die jetzt genau aus? Nun, das Smarte hierbei ist, dass es alles relativ vage gehalten ist. Da ist zum Beispiel keine konkrete Fischart vorgeschrieben, sondern es soll eher geschaut werden, was regional verfügbar ist. Und natürlich muss auch nicht jeder Mensch das Gleiche essen, sondern auch da sind quasi Rahmen gegeben, in denen man sich unterschiedlich ernährt. Manche Menschen brauchen mehr Kalorien, manche Menschen brauchen weniger Kalorien. All das kann quasi mit der Planetary Health Diet eingearbeitet werden. Und wie stehen wir da aktuell? Wie ernähren wir uns denn aktuell tatsächlich? Wir sehen hier in Orange den Kreis, wie wir uns ernähren sollten mit der Planetary Health Diet. Und wir sehen, wir ernähren uns viel zu viel von Fleisch und von tierischen Lebensmitteln, viel zu viel von stärkehaltigen Lebensmitteln und viel zu wenig von Obst und Gemüse, was hier grün und pink ist. Und tatsächlich ernähren wir uns so wenig von Nüssen, dass sie in dieser Grafik nicht mal eine Farbe bekommen haben. Also I guess, esst mehr Nüsse, ist der Takeaway hier. Und natürlich weniger Fleisch. So ein bisschen das, was die Oma schon immer gesagt hat, ne? Obst und Gemüse, das, was wir eigentlich alle wissen. Jetzt natürlich die große Frage, jetzt habe ich es ja gerade schon angesprochen, viel weniger Fleisch. Wollt ihr mir das Fleisch wegnehmen? Achtung, Achtung. Nein? Will das nicht abspielen? Alarm! Alarm! Genau, spätestens bei diesem Satz jetzt gerade schrillen hier irgendwo die Alarmglocken. Wahrscheinlich kommt gleich Markus Söder hier auf die Bühne und entreißt mir das Mikrofon. Aber glaub mir, ich bin wirklich nicht jemand, der irgendjemand hier missionieren will oder der irgendjemand irgendwas verbieten will. Ich selber habe früher sehr gerne Fleisch gegessen, in letzter Zeit weniger. Aber ich probiere vor allem auch gerne neue Dinge aus. Zum Beispiel habe ich letztens mal veganes Steak gegessen. Ja, sowas gibt es jetzt. Das kann man bestellen, einfach im Restaurant. Und es war ganz okay. Ich werde ehrlich mit euch sein, es war nicht so geil wie echtes Steak, aber das ist in Ordnung, denn wir sind ja noch am Anfang. Wir sind am Anfang einer riesigen Essensrevolution, die man jetzt schon sehen kann. Wenn man aktuell mal in die Kühlregale guckt und das vergleicht mit von vor 10 Jahren, wie viele Optionen wir da jetzt haben, wie viele Möglichkeiten wir da jetzt haben, sich durch, also auch natürlich glutenfrei oder irgendwie mit alternativen Milchprodukten, aber halt vor allem auch vegetarisch und vegan zu ernähren, das finde ich ultra toll und ultra gut. Und ja, davon schmeckt noch nicht alles perfekt, aber wir gehen in eine richtig gute Richtung. Und wir sind ja, wie gesagt, noch ganz am Anfang, da kann sich noch extrem viel weiterentwickeln. Schnitzel, Burger Patties, Schokolade, das alles lässt sich super gut ersetzen und nur durch tierische Produkte ersetzen. Das Einzige, woran es wirklich hapert, und ich glaube, da sind uns alle einig, ist der Käse. Gromit, das ist es. Käse. Wir fahren irgendwo hin, wo es Käse gibt. Aber da habe ich auch gute Nachrichten, denn die Wissenschaft arbeitet gerade mit Hochdruck an echten Tierprodukten, aber eben ohne Tiere, ohne die Umweltbelastung und ohne Tierleid. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit davon, dieses wunderschöne, sehr kurze, prägnante Wort Präzisionsfermentation, was man sehr gut aussprechen kann, was sich definitiv durchsetzen wird für uns alle hier. Okay, aber wie setze ich das zusammen? Fermentation, haben wir alle schon mal gehört, kennen wir alle, das ist aber doch eigentlich für Bier und Sauerkraut, oder? Nun, ja, also Fermentation bedeutet erstmal eigentlich nur, dass bestimmte Stoffe in andere umgewandelt werden. Zum Beispiel machen Milchsäurebakterien Milch zu Joghurt. Und zum Beispiel auch Brot wurde fermentiert. Man kann diesen Mikroben jetzt aber auch eine Art Bauplan geben und ihnen somit sagen, was sie herstellen sollen. Die Idee ist also folgende: Zuerst fragt man sich, was will ich eigentlich herstellen? Zum Beispiel ein Ei. Und welches Molekül brauche ich dafür? Welche Eigenschaften soll das haben? Wie soll das schmecken? Welche Konsistenz soll das haben? Und dann entscheidet man sich für einen Mikroorganismus, modifiziert ihn und füttert ihn in einem Bioreaktor mit Rohstoffen.
Und daraus baut dann dieser Mikroorganismus für uns die richtige Zutat, das richtige Protein, zum Beispiel Ovalbumin. Das ist ein Protein, das im Hühnerei klar vorkommt. Und das wird dann tatsächlich hergestellt und ist echt. Also es ist unter dem Mikroskop nicht von tierischem zu unterscheiden und trotzdem ist es ohne Tierleid entstanden. Und man braucht dafür deutlich weniger Ressourcen als für das echte. Wir brauchen weniger Strom, weniger Ackerland und das Ganze schraubt natürlich die Emissionen deutlich herunter. Und jetzt kommt's. Das richtig gute Ding hier heute, mit dieser Technologie kann man auch Milchproteine und damit Eis oder Käse herstellen. Ja Leute, ich hab's gesagt, es gibt bald echten Käse, der trotzdem vegan ist. Woohoo! Yes, science! Und da gibt's auch schon echte Bilder von. Das hier ist von einem Startup hier aus Berlin, Formo, hat das schon mal jemand gehört? Eine Person hat es gehört, okay. Wird bald kommen. Ich glaube, im September ist der Marktstart von den ersten Produkten davon. Ich glaube, da kommt der Frischkäse von denen raus. Ist also noch nicht zugelassen, aber wird bald kommen. Und ich freue mich schon sehr darauf, das mal auszuprobieren, weil ich habe große Hoffnungen. Und wer jetzt sagt... Ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen! Niemand geht an meinen Schnitzel! Okay. Für diese Menschen, also nicht für diese Menschen, aber generell für diese Menschen gibt es bald das natürlich schon sehr bekannte, aber recht unappetitlich klingende Laborfleisch, was ich persönlich lieber In-vitro-Fleisch nenne. Und auch ganz gerne mit solchen Bildern hier zeige, weil wenn man so präsentiert, finden es, glaube ich, ganz viele Leute deutlich attraktiver und deutlich interessanter. Und bisher war hier der Preis das Problem. Der erste In-vitro-Burger hat noch 250.000 Euro gekostet. Also wirklich für einen Burger. Das konnten sich jetzt natürlich nur die wenigsten leisten. Aber die Preise fallen gerade unglaublich schnell. Das ist wie bei den Solarzellen, wie bei den Batterien. Die Preise fallen hier gerade unglaublich. Achtung, das hier ist eine logarithmische Kurve, keine lineare Kurve. Und wir sehen, wenn wir das Ganze weiter prognostizieren, dass wir in den 2030er Jahren schon normale Preise quasi erreichen. Das, was man für Fleisch auch bezahlt. Das heißt, ich treffe jetzt einfach mal die mutige Vorhersage, dass wir in den 2030er Jahren alle ganz normal In-vitro-Fleisch essen werden, wenn man natürlich Bock drauf hat. Und dass wir dadurch deutlich weniger Emissionen haben und das ist auch gesünder für uns tatsächlich. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich euch unglaublich gerne zeigen würde und das sind Algen. Denn Algen sind sehr krasse Organismen. Erstmal betreiben die Photosynthese und Photosynthese ist einfach geil. Die nehmen also CO2 und machen daraus Sauerstoff, den wir atmen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und dann speichern die sogar das CO2. Und die Hauptbestandteile von Algen sind Kohlenhydrate, Proteine und Lipide, also natürliche Öle. Und diese Lipide, das ist genau der Grund, warum das für die Flugzeugindustrie gerade so interessant ist. Die wollen daraus nachhaltige Kraftstoffe für die Flugzeugindustrie machen. Aber das Nebenprodukt, wenn man die Lipide rausnimmt, das sind Kohlenhydrate und Proteine. Das ist Essen. Daraus kann man sehr hochwertiges Tierfutter machen oder halt auch einfach Menschenfutter. So sieht so ein Algenburger aus und der kann tatsächlich doppelt so viel Proteine haben wie ein normaler herkömmlicher Burger. Könnte also auch nochmal gesünder für uns sein, wenn wir das großflächig anbieten. Leider wird das noch nicht so großflächig angeboten. Da gibt es noch viele Pilotprojekte, die gerade noch am Anfangsstatus sind. Und das auch schon länger, obwohl wir schon länger wissen, dass Algen diese große Kraft haben. Aber wenn wir den ganzen Flugverkehr auf Algenkraftstoffe umstellen würden, würde allein als Nebenprodukt so viel Essen, Tierfutter anfallen, hochwertiges Tierfutter, dass man alle Tiere der Welt, alle Nutztiere der Welt damit ernähren könnte. Was ziemlich krass wäre. Okay, cool. Aber wie genau werden wir denn jetzt wirklich in der Zukunft essen? Also, wir haben schon geklärt, unsere Ernährung muss nachhaltig werden und das in ökologischer und in individueller Hinsicht. Das heißt, die Planetary Health Diet gibt da schon ein richtig gutes Framework für. Wir sollten uns in Zukunft alle mehr so ernähren, wie die Planetary Health Diet es schon heute vorschlägt. Das bedeutet mehr Obst und mehr Gemüse und mehr Hülsenfrüchte und vor allem auch Nüsse. Aber das Ganze natürlich angepasst an persönliche Vorlieben und auch an die regionalen Gegebenheiten. Und ich sage vorher, wir werden in der Zukunft weniger Umweltfolgen von Tierprodukten haben. Deswegen werden wir mehr auf In-vitro-Fleisch gehen. Wir werden mehr auf Präzisionsfermentationskäse gehen. Natürlich nicht nur. Wir werden auch in Zukunft natürlich noch tierische, echte Produkte haben. Aber ich hoffe, dass das einen großen Teil davon ausmachen wird. Werden wir in Zukunft alle vegan leben? Ist jetzt noch so eine Frage, die ich häufiger bekomme. In meinen Augen, wer das möchte, kann das sehr, sehr gerne machen. Ich habe das letztes Jahr habe ich ein Selbstexperiment gemacht, wo ich das ein paar Monate lang streng selbst gemacht habe. Und es hat für mich sehr viel Gutes bewirkt. Meine Blutwerte sind noch ein bisschen besser geworden, die waren aber vorher eigentlich schon ganz gut. Und ich habe vor allem das Gefühl gehabt, dass ich meine Ernährung danach umgestellt habe. Ich habe danach deutlich, deutlich weniger Fleisch gegessen. Das heißt, wenn da jemand Bock drauf hat, als Challenge, macht das sehr gerne. Also probiert das gerne mal aus.
Aber auf der anderen Seite zeigt uns die Wissenschaft auch, dass es nicht gut ist, Leuten jetzt vorzuschreiben, zu sagen, ihr müsst jetzt vegan euch ernähren. Deswegen sage ich das so, probiert es für euch als Challenge aus, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr reduziert. Die Welt hat nämlich deutlich mehr von Flexitariern, also von Menschen, die meistens auf Fleisch verzichten, aber ab und zu dann doch mal eine Ausnahme machen. Und ab und zu mal eine Ausnahme heißt wirklich so alle paar Wochen und nicht, haha, ich bin seit 3 Stunden Veganer, weil so lange ist das Mittagessen her. Genau, deswegen Flexitarier, coole Menschen, aber natürlich, wenn ihr vegan essen wollt, auch sehr, sehr gut. Und immer mal wieder kommt dann dieses Argument, dass wir dafür ja nicht verantwortlich sind. Dass wir eigentlich nicht diejenigen sind, die die Klimakrise lösen müssen. Das sind die großen Unternehmen, die sind ja für die großen CO2-Emissionen verantwortlich. Und das ist so ein bisschen ein Argument, das sich in den Schwanz beißt. Am Ende des Tages kommen ja alle Produkte dann doch wieder beim Konsumenten an. Von daher stammen natürlich die CO2-Emissionen irgendwie von den Firmen, aber irgendwie auch von uns. Es geht halt nur, indem wir auch etwas verändern. Auch wenn ich natürlich nicht die Schuld euch geben will und den Konsumenten geben will, müssen wir natürlich trotzdem etwas tun und wir können auch etwas tun. Wir können wählen gehen, wir können demonstrieren, wir können Politikern schreiben, wir können, natürlich vor allem haben Politiker den großen Hebel, die können die Unternehmen quasi dazu bringen, etwas zu ändern. Und wählen gehen ist gerade schon ein Stichwort. Jetzt am Sonntag ist Europawahl, geht wählen, unterstützt die Demokratie. Hoffentlich habt ihr schon Briefwahl beantragt oder wir sehen uns am Sonntag dann an der Urne. Und was ihr natürlich auch tun könnt. Ja, Dankeschön. (Applaus) 2024 ist ein ultra krasses Jahr. Es werden mehr Menschen wählen als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. In 60 Ländern ist dieses Jahr Wahl. 4 Milliarden Menschen entscheiden über die Zukunft, mehr als die Hälfte der Menschheit. Es wird also dieses Jahr eventuell ein bisschen entschieden, in welche Richtung wir gehen. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall die Entscheidung mittreffen. Wer war gestern hier bei Eckart von Hirschhausen? Ja? Erinnert ihr euch noch an das Zitat hier? Es ist sehr schwierig, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Fand ich richtig gut, war auch schon vorher in dem Vortrag drin. Was ihr tun könnt, ist arbeiten gehen. Überlegt euch mal, für welchen Arbeitgeber ihr arbeitet. Was macht ihr da? 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche. Wem arbeitet ihr dazu? Ihr könnt ja mal nachhaltig quasi überlegen, was ist quasi das Ziel hinter dem Arbeitgeber. Und ihr müsst ja nicht direkt kündigen, aber zum Beispiel kann man ja auch aus internen Prozessen extrem viel bewirken. Also diese ganzen Corporate Social Responsibility Initiativen oder auch die jährlichen Umweltberichte, die inzwischen jedes große Unternehmen macht, die sind ja auch nur durch diesen Druck gekommen, nur weil Leute nachgefragt und nachgehakt haben. Aber ja, eventuell, wenn ihr vegan euch ernährt und mit dem Fahrrad dann zu Shell fahrt, eventuell auch nicht so viel gewonnen. Also überlegt mal, ob ihr den Job vielleicht wechselt, je nachdem, wo ihr arbeitet. Wobei ich glaube, dass die Leute, die hier arbeiten, wahrscheinlich alle schon exakt an der richtigen Sache arbeiten. Also, wie sieht die Zukunft wirklich aus? Ich will euch jetzt am Ende mal ins Jahr 2050 entführen. Lasst uns mal gemeinsam einen Tag in der sehr, sehr weit entfernten Zukunft erleben. Da seht ihr jetzt noch so ein bisschen Einblicke aus dem ersten Teil der Show. Da ging es nämlich zum Beispiel um Augmented Reality und um künstliche Intelligenz. Da ging es aber auch um autonomes Fahren und wir haben auch gerade schon gesprochen über Elektromobilität. Das hier sind zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie ich denke, dass es in der Zukunft besser sein könnte. Kleinere Autos, die quasi wie Taxis sind, aber sich halt selbst fahren. Dass nicht jeder sein eigenes Auto hat, das 95% der Zeit rumsteht und Platz verbraucht. Genau, dann, wir verbrauchen den Strom nachhaltig und dann, wenn er gerade zur Verfügung steht, mit unseren smarten Waschmaschinen und unseren smarten Stromverträgen. Die Stadt sieht hoffentlich viel grüner aus und ihr geht dann in die Stadt und seht viel mehr begrünte Flächen. Es ist temperaturreguliert durch diese ganzen Pflanzen, ihr habt mehr Wasser, es ist eine Sponge City. Ihr esst einen Algenburger, der sehr lecker schmeckt und gesund für euch ist und alles ist mit Solarpanelen zugeklatscht und erzeugt saubere, grüne Energie. Das ist so ein bisschen die Zukunft, die ich mir vorstelle. Und jetzt die große Frage, die wichtigste Frage dieses Talks hier. Gefällt euch diese Zukunftsvision? Würdet ihr gerne etwas daran ändern oder würdet ihr sie gerne so haben? Wenn ja, dann solltet ihr jetzt besonders aufpassen. Denn das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann, ist, dass wir diese Zukunftsvision erreichen können. Es wird sich alles verändern in den nächsten 20, 30 Jahren. Wir haben sowieso Strukturwandel. Aber dann können wir es auch direkt richtig und bewusst ändern. Denn der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selber zu erfinden. Vielen Dank.